Herzlich willkommen bei diesem Geburtshoroskop-Analyse nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Die berücksichtigen die Präzession. Es ist eine sehr präzise Berechnung, aber anderes als in westlichen Astrologie. Also nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond, Aszendent und die Planeten sich befinden. Es ist anderes als ein westlichen Horoskop. Liebe Amarina, ich grüße dich. Das ist dein Geburtshoroskop-Analyse. In Teil 1 habe ich erklärt, was ist überhaupt ein Geburtshoroskop und was bedeuten hier die 12 Lebensbereiche. Und jetzt geht um das Wesentliche, jetzt geht um dein Geburtshoroskop. In diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist, ich könnte sagen, dein erster Atemzug ist die Tierkreiszeichen Waage in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang. Das war die erste kosmische Energie, die dich begrüßt hat hier in diesem Leben. Diese Tierkreiszeichen Waage verleiht dir eine Art Kostüm. Und du trägst diese Kostüme und so bist du auch wahrgenommen. Und das beeinflusst dein Aussehen, beeinflusst dein Auftreten, gehört auch zu deiner Persönlichkeit. Und so bist du auch wahrgenommen. Die Tierkreiszeichen Waage ist schön und angenehm und friedlich. Also das heißt, du bist weiblich, weil Venus herrscht über die Tierkreiszeichen Waage und das verleiht dir diese Weiblichkeit. Du hast einen guten Geschmack, sehr fein, eine feine Dame und du achtest sehr auf dein Aussehen. Bist auch ein angenehmer Mensch und das macht dich beliebt. Der einzige Nachteil bei Waage ist die Entscheidungen im Leben, weil man neigt dazu, alles in die Waageschale setzen und stellt die Frage, soll ich nicht? Und da braucht man ein bisschen Spontanität. Die zweite, was dich bremsen kann mit diesem Waage-Aszenden, wenn du versuchst, alle recht zu machen, nach dem Motto, ich möchte beliebt sein. Du kannst nicht jede recht zu machen. Du kannst dich auch nicht bei jeder beliebt zu machen, sondern steh zu deinem Persönlichen. Die Tierkreiszeichen Waage vertritt auch die Gerechtigkeit. Und du hast einen Gerechtigkeitssinn und Ungerechtigkeiten stören dich. Und du kämpfst auch um die Gerechtigkeit. Die Waage vermittelt auch künstlerische Begabung. Also hier im ersten Lebensbereich befindet sich die Tierkreiszeichen Waage. Aber die Tierkreiszeichen Waage hat noch einen Einfluss auf den 12. Lebensbereich. Und diese künstlerische Begabung, gerade bei hier in den 12. Lebensbereich, kann auch Erinnerungen sein von früheren Leben, dass hier Talent verborgen sind. Die Begabung nach Kunst, Kreativität. Der zweite Lebensbereich sind die Werte,
Wertschätzung, Selbstwertgefühl, ganz wichtig, und die Finanzen. Und das Selbstwertgefühl hängt ganz eng mit den Finanzen zusammen. Wenn jemand sagt, ich bin das nicht wert, ich habe das nicht verdient, dann hat eben nicht verdient, das Geld wird blockiert. Mit dieser Einstellung, und dann kommt noch die Angst dazu, dann ist komplett blockiert. Also es ist wichtig, die Einstellung und auch solche Sätze ändern und sagen, ich bin es wert. Ich nehme das im Besitz. Das gehört mir, weil ich bin wertvoll. Ich habe es verdient. Wobei dieses Wort verdient ist auch nicht ganz richtig, weil dieses Wort drückt auch, ich diene. Und wir sollen nicht dienen, sondern herrschen. Aber das sind so Feinheiten. Also hier handelt es sich um Werten und Finanzen. Und jeder Lebensbereich hat ein Tor. Ich nenne das als geheime Toren. Hier ist dieses Tor und dieses Tor öffnet sich mit Skorpion. Und die Tierkreiszeichen Skorpion beeinflusst aber dein Aussehen, beeinflusst deine Persönlichkeit, dominiert die Waage. Das ist die feine, gepflegte Dame. Und dann kommt die Skorpion dazu. Und das macht dich geheimnisvoll. Und die Skorpio, gerade hier im ersten Lebensbereich, zeigt auch erotische Ausstrahlung. Weil die Sexualität wird zum Skorpion zugeordnet. Die dritte Lebensbereich, hier handelt es sich um Medien, Nachrichten, Kommunikation, die Verbindung zu Verwandten, Nachbarn, vieles Neues entdecken in vertrauten Umgebung. Und dieser Lebensbereich hat hier im Grenzbereich auch ein geheimes Tor und das öffnet sich mit Schütze. Und die Tierkreiszeichen Schütze hat einen Einfluss auf die Finanzen. Aber Skorpio auch. Skorpio öffnet den Tor und die Schütze beeinflusst es noch. Bei Skorpion ist das wichtig, die Angst überwinden, gerade wenn es um Finanzen geht. Weil das zieht die Energie nach unten und die Skorpion vermittelt die Transformation. Und hier handelt es sich um Gefühle, weil die Tierkreiszeichen Skorpion gehört zum Wasserelement und da hat man mit Gefühlen was zu tun. Und achte auf deinen Gefühlen ohne Angst. Angst blockiert die Finanzen und das wäre die Transformation. Wenn du die Angst loslassen kannst oder Schuldgefühl, ist auch wichtig, weil Schuldgefühl erzeugt Schulden. Also das, all diesen Gefühlen loslassen, dann steigt die Energie nach oben, fühlst du dich anderes, hast du ein anderes Selbstwertgefühl, und verbessert sich die Finanzen. Die Schütze hat auch was zum Sagen. Die Schütze hat mit Reisen, mit Ausland was zu tun. Das könnte bedeuten, dass du gerne Geld ausgibst für Reisen oder wäre gut in Ausland was kaufen oder investieren. Aber die Schütze vermittelt noch etwas, zeigt in eine Richtung, und das ist die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße. Und energetisch sind da unsere Wünsche beschrieben. Also wünsch dir was, dass du Wertschätzung und Respekt bekommst und wünsch dir finanziellen Wohlstand. Und das soll die Ziel sein, die Orientierung. Ganz konzentriert, dann verbessert sich die finanzielle Lage. Die
tiefste Punkt des Horoskopes, wenn ich die runde Format nehme, das ist wie die Wurzel eines Baumes. Hier fühlen wir verwurzelt, verankert. Das ist die Basis, die Fundament. Und auf diesem Fundament baust dein Leben auf. Zeigt auch deine Wohnsituation, weil das, was uns Schutz gibt, und wir brauchen immer wieder diesen Rückzug, die Ruhe, in Ruhe liegt auch die Kraft, also hat mit unserer Wohnsituation auch was zu tun. Diesem Lebensbereich öffnet sich hier der Tor mit Steinbock. Dieser tiefste Punkt des Horoskopes hat auch einen Bezug zu unserer Herkunft, zeigt auch Themen von Kindheit. Und hier könnte bei diesem Steinbock Energie bedeuten strenge Elternhaus. Und besonders in ersten Lebenshilfe ist das sehr schwierig, irgendwo Fuß fassen, die Sicherheit, Stabilität verspüren und Schwierigkeiten zeigt in Wohnsituation. Aber in zweiter Lebenshälfte wirkt Steinbock wunderbar, weil das gibt uns die Halt und Struktur in unserem Leben. Nur in jungen Jahren haben wir hier immer Lernaufgaben. Und hier verbessert sich im zweiten Lebenshälfte, weil dann bekommst du dieses Gefühl, endlich angekommen zu sein. Die Tierkreiszeichen Steinbock trägt ein Stück Paradies in sich. Eine heilige Erde oder Heilerde. Und wie finden wir dieses Paradies, dieser paradiesische Zustand, wenn wir unserem Ziele nicht aus den Augen verlieren, sondern konzentriert in diesem Weg gehen. Wenn wir das nicht aufgeben und zeigen Geduld und Ausdauer und erreichen wir unserem Ziele, kleine Ziele, aber auch große Ziele, dann finden wir dieses Paradies in unserem Leben. Und das, was die Tierkreiszeichen Steinbock uns vermittelt, das ist Erdeelement. Die fünfte Lebensbereich sind die Kinder. Das bedeutet unsere eigenen Kinder oder Enkelkinder, aber bedeutet auch unsere Kindheit. Und die Kindheitserinnerungen, das zieht sich wie roter Faden in unserem ganzes Leben. Die schönen Erinnerungen sollen wir bewahren, weil die sind wahre Schätze. Das stärkt uns innerlich. Und das, was mit Tränen verbunden sind, erinnern wir auch. Wir können nicht so tun, wenn das nichts wäre. Aber nicht aufhalten. Ja, nicht aufhalten, weil das hat mit der Gegenwart gar nichts zu tun. Kehrt auch nie zurück. Also dann lieber hier und jetzt sein und nach vorne schauen. Und hier in diesem Lebensbereich ist auch wichtig das innere Kind, dass wir immer wieder zu uns selbst mal auch sagen, boah, ich bin ganz stolz auf dich. Du hast das richtig gut gemacht. Das stärkt uns auch. Die Kinder zeigen uns etwas Wichtiges und wir können einiges von Kindern lernen. Mal eine Sache spielerisch betrachten, nicht so streng. Und hier liegt die schöpferische Kraft, diese schöpferische Energie, das Leben schöpferisch gestalten und genießen. Und das ist diese Bühne hier. Dieser Tor öffnet sich mit Wassermann. Die Wassermann zeigt, einzigartig zu sein, außergewöhnlich zu sein. Und so warst du als Kind. Aber durch diese Strenge wurde das übersehen. Und die Tierkreiszeichen Wassermann fühlt sich auch so. Also stärke dein inneren Kind,
Du warst immer einzigartig und du hast hier die schöpferische Kraft und deine tolle Ideen. Das kannst du verwirklichen, so gestalten, nach deinem Geschmack. Wassermann beeinflusst auch die Wohnsituation. Hier ist eine interessante Mischung. Steinbock liebt das Alte. Wassermann liebt das Moderne. Und hier kommt in Wohnsituation eine Mischung. Antiquitäten mit moderner Kunst. Könnte ich mir für dich sehr gut vorstellen. Die sechste Lebensbereich ist die Alltag, Arbeit und auch Gesundheit. Hier diese Tor öffnet sich mit Tierkreiszeichen Fischen. Aber die Tierkreiszeichen Fischen wirkt nicht nur hier im sechsten Lebensbereich, sondern auch noch im fünften Lebensbereich. Die Tierkreiszeichen Fischen sind zwei, auch astronomisch. Die südlichen Fisch und den nördlichen Fisch. Und die beiden Fischen sind miteinander verbunden. Alpberg heißt dieser Stern, der die beiden Fischen miteinander verbindet, wie ein Nabelschnur. Aber die Richtung ist interessant. Sie schwimmen, weil die Tierkreiszeichen Fischen gehört zum Wasserelement. Sie schwimmen im Wasser. Und Wasser symbolisiert unseren Gefühlen, aber auch unseren Träumen, unserem Unbewussten. Und über die Tierkreiszeichen Fischen herrscht Neptun. Und Neptun hat einen Bezug zu unseren Träumen. Also es ist erlaubt, unseren Träumen zu leben. Und daran liegt die Kreativität auch. Und Neptun ist auch der Planet für Künstler, weil Neptun lässt uns inspirieren. Und gerade hier im fünften Lebensbereich mit Waage Aszendent kreativ. Künstlerisch bist du begabt. Nicht nur jetzt, sondern auch in Kindheit. Die Tierkreiszeichen Fischen ist die Reichtum verborgen. Das ist auch die inneren Reichtum oder Reichtum von Ideen. Und das kannst du leben, wenn du deinem Traum vertraust. Du brauchst mit diesem Fischenenergie, und das heilt auch, weil das beeinflusst auch die Gesundheit. Du brauchst eine Vision, einen Traum, die ideale Zustand, eine Vorstellung. Und wenn du die Aufmerksamkeit lenkst auf deine Vorstellung, das ist Energie, das ist Kraft. Und wenn du davon überzeugt bist, dass ein Traum wahr werden kann, dann hast du die Überzeugungskraft. Und wenn du das auch vertraust und daran glaubst, dann bist hier mit der Fischenenergie verbunden. Und dann loslassen und geschehen lassen. Und das schwimmt alles auf dich zu. Daran liegt auch deine schöpferische Kraft. Und so kannst du deinen Alltag auch beeinflussen. Versuche mit kleinen Dingen. Stell dir vor, morgen bei Einkaufen findest einen freien Parkplatz. Stell dir das jeden Tag vor. Und tatsächlich wird das so kommen, dieser Parkplatz ist für dich immer frei. Und so gewinnst du die Vertrauen. Das sind Übungen. Und das kannst du im Alltag üben. Und so wie im Kleinen, so ist auch im Großen. Hier ist dein Lagna oder Aszendent. Das ist dein Geburtsmoment. Und genau in diesem Moment schauen wir in diesen Spiegel. Das ist ein Spiegelblick. Und dieser Spiegel erscheint unserem Seelenpartner. Und ich bin davon überzeugt, dass ein Neugeborener sieht das auch. Ich bin davon auch überzeugt, dass bis etwa dritte Lebensjahr
gibt diese Erinnerungen noch, auch karmischen Erinnerungen. Und dann geht das alles in Unbewusstem, weil wir immer unseren Verstand einschalten und versuchen, alles zu verstehen im Leben. Und hier spiegelt sich etwas, und das ist die Partnerschaft. Und damit öffnet sich den Tor zur Liebe, Partnerschaft. Und hier in diesem Bereich ist die Tierkreiszeichen Widder. Die Widder hat aber einen Einfluss auf deinen Alltag. Und das gibt dir die Kraft und den Mut. Auch mal für einen Neuanfang. Dann kommt die achte Lebensbereich, was gar nicht einfach zu erklären. In diesem Lebensbereich ist die Transformation, die Gefühle zum Transformieren, dieser Loslassprozess. Und hier ist die Kraft, die Regeneration, das ist Pluto-Energie. Alles loslassen, was diese Kraft raubt und immer im Kern der Dinge bleiben, dann haben wir die Macht über unseren Gefühlen. Und wenn wir unseren Gefühlen beherrschen, dann beherrschen wir auch unserem Leben. Und weil hier um die Pluto-Energie handelt, handelt sich auch um die Sexualität, weil Pluto ist der Planet für die Sexualität. Pluto sorgt das Kreislauf des Lebens, dass das Leben erhalten bleibt. Und dazu gehört auch die Sexualität. Und das ist Macht. Und das ist dieser ganze Prozess. Aber nicht nur dieser Prozess ist hier, sondern auch die Finanzen. Weil das spiegelt etwas. Die liegen gegenüber von dem zweiten Lebensbereich, hat mit Geld auch was zu tun, Erbschaften oder das Geld von Partner oder Investitionen, die Verbindungen zum Ämtern auch, wie Finanzamt oder Banken, all diese Themen gehören auch, vielleicht da müssen wir auch was transformieren. Und dieser Bereich öffnet sich mit Stier. Und das zeigt eine gute Hand zum Finanzen, weil die Stier ist die Tierkreiszeichen für Geld. Die Tierkreiszeichen Fischen ist die Reichtum und die Stier ist das Geld, die Besitz. Stier neigt aber dazu, etwas festhalten. Und wenn das hier um Transformation geht, Angst loslassen, dann ist mit diesem Stierenergie gar nicht so einfach. Die neunte Lebensbereich liegt die Reisen, Ausland, Auslandskontakte, Fremdsprachen, höheren Bildung, aber diese Reise ist auch eine innere Reise. Und dieser Tor öffnet sich mit Zwillinge. Weil hier auch um die inneren Reisen auch geht, wie Religion oder Fragestellung, der Sinn des Lebens. Die Zwillinge geben dir die Antwort. Und dazu erzähle ich die Geschichte, das zu verstehen. Es gab eine wunderschöne Königin, Leda, Königin von Sparta. Und Zeus, der Himmelsgott, liebte schöne Frauen. Ja, Zeus verführte Leda. Und Leda wurde schwanger. Ist kein Problem, aber das Problem war, dass Leda war verheiratet. Verheiratet mit dem König von Sparta. Wurde auch schwanger. Von beiden wurde schwanger. Und gebar die Zwillinge. Castor und Pollux. Castor ist der Sohn von der König. Und Pollux ist der Sohn von Zeus, von Himmelsgott. Und es wurde immer erzählt, dass wir Menschen sterblich sind und die Götter sind unsterblich. Und Pollux hatte göttliche Abstammung, also war unsterblich. Und Castor natürlich sterblich. Und Castor musste sterben und Pollux
ging dann zu seinem Vater und sagte ihm, das kann ich nicht zuschauen. Ich ertrage das einfach nicht, dass Castor stirbt. Ich will ohne ihn gar nicht leben. Ich will auch sterben. Und Zeus hat das berührt und sagte, nein, ich mache euch beide unsterblich. Und Zeus hat beide Zwillinge im Himmel gesetzt. Und sie leuchten in Tierkreis, seinen Zwillinge, das sind die Hauptsternen in Tierkreis, seinen Zwillinge, Castor und Pollux. Und die sind miteinander verbunden. Und das zeigt den Weg, was wir Menschen machen. Und was ist dieser Weg? Wir haben eine Seele in uns. Und diese Seele ist unsterblich, weil wir sind ein Teil von der göttlichen Schöpfung. Und das ist dieser Teil in uns, Pollux. Aber unsere Seele wählt ein Schicksal aus und dieses Schicksal hat einen Anfang, das ist unsere Geburt, und hat ein Ende, das ist unser Tod. Also das ist begrenzt. Das ist die Teil Castor. Aber wenn wir sterben, dann verlässt die Seele unseren Körper, verlässt die Erde, verlässt Materie und kehrt wieder zurück zum Gott, kehrt wieder zurück zum Schöpfung. Und das ist diese Unsterblichkeit. Und das ist ein Weg, was die Zwillinge uns zeigen. Und wenn uns das bewusst ist, haben wir einen höheren Bewusstsein. Und genau das ist deine Suche. Und die Zwillinge zeigen dir, sei damit bewusst, mit diesem höheren Bewusstsein. Und dann kommt dieser Luftelement, das befreit uns. Und die Zwillinge zeigen das Spielerische im Leben. Dann kommen wir zu dieser Leichtigkeit. Mit diesem Bewusstsein kommen wir zu dieser Leichtigkeit und haben einen Bezug zu unserer Seele, weil wir entdecken das. Und in dem Moment entdecken wir auch Gott, weil wir sind verbunden mit dem Göttlichen. Die 10. Lebensbereich ist die Krone des Horoskopes, die Krone des Baumes, das Höchste, was man erreichen kann. Hier sind unsere Ziele, hier bekommen wir Ansehen, Anerkennung, hier liegt auch die Berufung. Und dieser Tor öffnet sich mit Krebs. Mit dieser Krebsenergie strebst du gar nicht danach, angesehen zu werden, im Mittelpunkt zu stehen, sondern du möchtest das eher verinnerlichen. Du brauchst diese innere Ruhe, diesen gewissen Rückzug. Natürlich, wenn du Anerkennung bekommst, dann ist für dich so Art wie angekommen zu sein. Hier fühle ich mich wie zu Hause. Und dann fühlst du auch diesen Schutz. Wenn du deine Ziele erreichen möchtest. Und diese Krone des Baumes zeigt, wie erreichst du deine Ziele, dann versuche, deinen inneren Zuhause finden. Und das findest bei Meditation, du findest bei Rückzug, du findest das bei Ruhe. Und in Ruhe liegt die Kraft, ein Zuhause zu haben in deinem Inneren, wo deine Seele wohnt. Gestalte das nach deinem Geschmack. Und dann kommt die Intuition. Krebs ist Intuition. Und Krebs nimmt die ganze Welt mit Gefühlen wahr, sehr feinfühlig. Und verspürt auch die richtigen Momente zum Handeln, im richtigen Moment, im richtigen Ort zu sein. Verspürt auch, wann es besser zurückziehen und nichts tun. Vertraue dein Intuition, kommst besser zu deinem Ziel. Die 11. Lebensbereich liegen die Hoffnungen und Wünsche, aber auch Freundschaften und Verbindungen mit
Menschen, die gleichgesinnt sind, wie ein Verein. Hier sind auch die sozialen Kontakte. Dieser Bereich öffnet sich mit Löwe. Löwe beeinflusst die 10. Lebensbereich. Löwe ist anderes als Krebs. Löwe braucht schon die Publikum und Anerkennung. Und das wechselt sich bei dir ab. Es gibt Momente, wo du das genießt, im Mittelpunkt zu stehen, bewundert zu sein. Anderes Mal stört dich das eher, weil fühlst du dich beobachtet. Dann möchtest du lieber zu Hause sein oder zurückziehen und ist dir auch nicht so wichtig. Aber bei Freundeskreis, Bekanntenkreis möchtest du schon zeigen, diese Löwe-Eigenschaft. Ich bin auch da, ich stehe jetzt in die Mitte. Ich brauche die Publikum, die Bewunderung auch. Dann kommt die 12. Lebensbereich, da sind die Geheimnisse, die tiefe Geheimnisse des Lebens, auch karmischen Themen, auch die geheime Feinde, all das, was im Geheimen ist, all das, was hinter geschlossenen Türen passiert. Und dieses Tor öffnet sich mit Jungfrau. Du hast dieses Wissen, dieses tiefes Wissen in dir. Aber nicht nur dieses tiefes Wissen, was die Jungfrau hier vermittelt, sondern auch die Waage Einfluss. Und das ist deine Kreativität. Beides hast du in dir. Also das heißt, du bist kreativ, aber auch spirituell veranlagt. Und jetzt schauen wir an Sonne, Mond und Planeten. Sonne befindet sich in deinem Horoskop in Tierkreiszeichen Widder, aber wirkt im 6. Lebensbereich, im Grenzbereich, hat einen Einfluss auf die 6., aber auch die 7. Lebensbereich, weil eben dieser Grenzbereich befindet. Und wenn ein Planet oder ein Aszendent im Grenzbereich ist, dann beherrscht beiden Seiten, aber noch im 6. Lebensbereich. Mond befindet sich auch im Widder, auch im Grenzbereich, auch im 6. Lebensbereich, aber wirkt aus dem 7. Lebensbereich auch. Und das bedeutet Neumond. Sonne und Mond treffen sich hier in Tierkreiszeichen Widder. Neumond. Neumond hat einen Einfluss auf dein Leben. In chinesischer Astrologie heißt es, dass der Himmelskaiser, die Sonne, und die Himmelskaiserin, der Mond, treffen sie sich dann, ziehen sie zurück, sie werden intim, sie sind in dem Moment unsichtbar. Geht uns nichts an. Warum sehen wir den Mond nicht bei einem Neumond? Weil Mond hat kein eigenes Licht. Mond empfängt den Licht von der Sonne. Wenn die beiden Lichter voneinander entfernt sind, dann kann die Sonne den Mond beleuchten. Mond empfängt das und für uns ist sichtbar, weil uns reflektiert das wieder. Aber gerade bei einem Neumond, wo die beide sich treffen, dann kann die Sonne den Mond nicht beleuchten. Also Mond ist für uns unsichtbar. Natürlich ist das für dich immer wieder so Momente im Leben, wo am liebsten dich unsichtbar machen möchtest oder davonlaufen. Besonders dann, wenn hier um Neuanfang handelt bei Widderenergie. Aber dieser Neumond stärkt dich und die Neumondpositionen kannst du jeden Monat für dich vorteilhaft auch nützen. Das ist Rückzug. Zieh dich zurück. Suche die Licht in deinem Inneren, aber finde es auch. Das gibt dir Ruhe, das gibt dir Klarheit und Orientierung.
Das ist eine gewisse meditative Haltung. Und genau das, was dich stärkt, auch gesundheitlich, gibt dir Kraft und auch in die Liebe Partnerschaft. Mars ist der Planet, was alles in Bewegung setzt. Ist auch zu unserer Muskulatur zugeordnet. Es ist eine männliche Energie, aber diese männliche Energie haben wir Frauen auch, weil wir müssen uns auch durchsetzen im Leben. Wir müssen uns auch Kraft zeigen oder mal etwas in Bewegung setzen oder Sport machen. All das ist Mars-Energie. Aber Mars ist männlich. Also Mars beschreibt auch der Mann, also der Partner. Und diese Mars-Energie ist in Tierkreiszeichen Widder. Also Mars ist auch im Widder. Und Mars ist auch im Grenzbereich. Ist noch im sechsten Lebensbereich, was dein Alltag betrifft. Auch die berufliche Situation, auch Gesundheit. Aber wirkt auch noch im siebten Lebensbereich, weil das ist die Partnerschaft, all das, Sonne, Mond, Mars, ist im Grenzbereich. Merkur ist der Planet, was uns erinnert an unsere Kindheit, an unsere Jugend. Merkur ist der Planet der Handlungen und Kommunikation. Merkur befindet sich auch immer wieder, aber im siebten Lebensbereich. Auch immer wieder, aber im siebten Lebensbereich. Und das bedeutet, wenn du glücklich bist in die Liebe Partnerschaft, dann ist das für dich eine jugendliche Frische. Aber kann auch eine jüngere Mann auch bedeuten. Merkur ist für Jugend da. Das kann natürlich auch sein. Und für dich ist es auch wichtig in die Liebe Partnerschaft die Kommunikation, ein Austausch. Oder der Mann soll auch intelligent sein. Jupiter ist unserem inneren Sonne, zeigt auch unsere Größe. Jupiter vergrößert auch etwas, dehnt sich aus, ist auch eine Riese, der größte Planet in unserem Sonnensystem. Jupiter vertritt auch die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. All das, was wir in Ursache setzen, kehrt auf uns auch wieder zurück. Aber Jupiter öffnet auch unsere Augen für die Ungerechtigkeiten. Mit Waage Aszendent magst du die Ungerechtigkeiten nicht. Also du verdrehst die Gerechtigkeit. Jupiter befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock im dritten Lebensbereich. Wenn du dich erinnerst an die Schulzeit, weil der dritte Lebensbereich zeigt auch die Schulzeit an. Mit Steinbock ist schwierig und Jupiter zeigt schon eine optimistische Haltung, aber bedeutet auch, dass deine Größe, deine Werte wurde in dieser Schulzeit übersehen. Und das musst du jetzt mal verinnerlichen. Steh zu deinen Größen. Und natürlich, wenn du das so erlebt hast, dann fandest du das als ungerecht. Und das war auch so. Du warst in die Schule ungerecht behandelt. Und mit Waage Aszendent hat dich das gestört. Venus ist die Planet der Liebe und das ist die weibliche Energie, als zeigt uns als Frau. Venus befindet sich
in Tierkreis zeichnen wieder im sechsten Lebensbereich, aber im Grenzbereich, also wirkt noch auch auf dem siebten Lebensbereich auch. Saturn ist der Planet, was unseren Schicksal beeinflussen kann, hat auch die Aufgabe, unserem Schicksal in richtigen Richtung lenken, wenn wir in Umwegen uns befinden. Saturn belehrt uns auch. Saturn ist der Hüter der Karma. Saturn ist in dein Horoskop rückläufig. Diese Rückläufigkeit zeigt karmischen Themen. Wo hast du deine karmischen Themen? Was möchte Saturn dir belehren? Das ist Löwe im 10. Lebensbereich, hier ganz oben. Und das bedeutet, du sollst deine Ziele erreichen. Und die Löwe bedeutet dein Selbst. Über die Tierkreiszeichen Löwe herrscht die Sonne. Und Sonne symbolisiert unserem Selbst. Sonne symbolisiert auch unserem Herz. Warum? Weil die Sonne ist das Zentrum unserem Sonnensystem und das Herz ist das Zentrum unserem Körper. Und das soll die Höchste sein für dich, dein Herz. Ganz oben. Und das soll dein Ziel sein, weil hier im höchsten Punkt des Horoskopen sind unsere Ziele oder wie erreichen wir unsere Ziele. All das, was in deinem Herzen liegt, kannst du als Ziel setzen und nicht aufgeben. Das Herz ist wie eine Schatztruhe. Und wir sollen diese Schatztruhe mal öffnen und mal schauen, was alles drin ist. Alles, was wir lieben, ist in unserem Herzen geschrieben. Das kann Hobby sein, das kann Berufung sein, das kann Freundschaften sein, das kann Familie sein, das kann Reise sein, Kunst, Kreativität, Sport oder Liebe, Partnerschaft. Jeder liebt was anderes. Und Saturn zeigt hier die Berufung zum Leben, ist für dich eine Herzensangelegenheit. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen in unserem Leben, ist in Zwillinge. Im achten Lebensbereich. Und hier kommen bei dir Umbrüche, Veränderungen und das ist der Bereich Transformation. Neptun zeigt unsere Träume. Neptun ist in Tierkreiszeichen Jungfrau und befindet sich im 11. Lebensbereich. Neptun Jungfrau im 11. Lebensbereich. Neptun ist auch rückläufig. Hast du wieder karmische Themen? Das heißt, in früheren Leben hast du dich nicht verwirklicht, hast du nicht deine Träume gelebt. Und Saturn zeigt, leb deine Wünsche, setz das als Ziel. Und Neptun sagt, leb deinen Traum, bring das in Ordnung, Jungfrau. Bringt das in Heilung, Jungfrau. Pluto gibt die innere Kraft. Pluto befindet sich im Krebs, im 9. Lebensbereich. Und das ist eine große Reise. Pluto entdecken in dir. Pluto ist der letzte Planet in unserem Sonnensystem. Pluto herrscht über den Tod. Keine Angst, es ist wirklich nicht mit Todesfall oder Friedhof oder sowas zu tun,
sondern Pluto zeigt uns etwas Wichtiges, damit wir in unserem inneren Kraft bleiben, muss vieles absterben. Und das heißt loslassen, kündigen oder trennen. Alles, was unserem Kraft raubt. Lernen, mal Nein zu sagen. Und das ist die Kraft, die Regeneration. Und diese Kraft hält das Leben erhalten. Pluto symbolisiert die Jahreszeiten, diese Vergänglichkeit, aber die Frühling auch, wie das alles im Kreislauf ist. Pluto ist die Energie, was wir verspüren in einen Tiefschlaf und wie schön und wie erholsam das sein kann. Pluto erneut unsere Zelle, das regeneriert sich alles. Aber Pluto zeigt uns, es ist nur möglich, wenn wir konzentriert in diesem Kraft bleiben. Und Pluto sorgt damit, dass das Leben erhalten bleibt, herrscht auch über die Sexualität. Und das ist diese innere Kraft. Und diese innere Kraft brauchen wir im Leben. Und mit diesem inneren Kraft herrschen wir über unseren Gefühlen. Und wie ich schon sagte, wenn wir unseren Gefühlen beherrschen, dann beherrschen wir auch unserem Leben. Gedanken, Einstellungen können wir leicht ändern, ist kein Problem. Aber unseren Gefühlen transformieren ist nicht einfach. Angst loslassen oder Eifersucht überwinden oder Schuldgefühlen ablehnen. Das sind nicht einfach. Und das, was Pluto zeigt, diese Macht in uns. Rahu und Ketu. Rahu und Ketu hat mit unserem Karma was zu tun, zeigt auch eine gewisse Schattenseite in uns. Und Ketu beschreibt die Vergangenheit, das alte Karma und Rahu den neuen Weg, was wir erobern. Und die Aufgabe ist, die beide miteinander verbunden. Also nicht alles abschließen von Vergangenheit, sondern vieles bewahren, was für uns wichtig ist, aber das Neues auch zulassen. Und dann schließt dieser Kreis. Und dieser Kreis und die Mitte, wo wir sind, das ist die Sonne, dann finden wir unserem Selbst. Und wenn wir Angst haben, das werft auf uns Schatten. Die Sonne hat aber die leuchtende Kraft und diese Sonnenenergie. Das ist unserem Selbst, auch unserem Herz, aber auch unserem Ausstrahlung. Und es ist so wichtig, auf unsere Ausstrahlung achten. Wir haben ein Energiefeld um uns herum. Dieses Energiefeld nennt man als Aura. Das kommt von unserem Inneren und es besteht aus Denken und Fühlen. Und es ändert sich immer. Unseren Stimmungen, unseren Gedanken. Das heißt, dieses Energiefeld ändert sich auch ständig. Und dieses Energiefeld hat eine wichtige Funktion, das ist unsere Anziehungskraft. Und es gibt ein Gesetz, eine von den hermetischen Gesetzen, Gleiche zieht Gleiche an. Und deswegen ist so wichtig, auf diese Ausstrahlung auch achten. Weil damit können wir unser Leben besser meistern. Mit dieser Ausstrahlung können wir die Zukunft bestimmen, lenken. In indischen Astrologie gibt es Mondhäuser. Und das schauen wir jetzt an. Dein Aszendent ist Waage. Dieser Mondhaus heißt
Vishakha. Vishakha ist ein Feuergöttin, wurde verehrt im Tempel. Und diesem Altar, in diesem Tempel brennt dieses Feuer und das hat eine reinigende Wirkung. Heilige Feuer. Aber Vishakha zeigt noch etwas. Vishakha verbrennt alles, was im Weg steht. Nicht im negativen Sinnen. Es ist keine zerstörerische Kraft. Das ist die heilige Feuer. Sondern das bedeutet das Loslassen. Alles verabschieden, was im Weg steht. Auch die Ängste. Das ist diese Vishakha-Energie. Dann bleibst du in deiner Kraft. Mars im Widder befindet sich in einem Mondhaus und dieser Mondhaus heißt Ashwini. Und Mars und auch die Widder-Energie symbolisiert den Neuanfang, aber hier braucht man eine Art Heilung. Bedeutet aber auch Heilenergie und das ist auch gut möglich, dass du diese Heilenergie in dir hast. Das zeigt hier dieser Mondhaus und auch die Jungfrau hier im 12. Lebensbereich, wo die karmischen Erinnerungen und Begabungen sind. Das würde auch ein Hinweis sein, auch deine Heilenergie. Merkur im Widder befindet sich in einem Mondhaus und dieser Mondhaus heißt Kritaka und hier wird von Plejaden beeinflusst. Die Plejaden sind die sieben Regengeschwister, die sieben Geschwister, die Töchter von Atlas. Hier sind die Hyaden und Plejaden, die sind alle von Töchter von Atlas. Und gerade hier, wo die Hyaden und Plejaden sind, ist ein Tor. Das ist der goldene Tor der Ekliptik. Und genau das erzählt die Märchenfrau Holle. Und hier lernen wir etwas, wenn wir durch diesem Tor gehen. Bei Frau Holle ist das ein Brunnen. Wir entscheiden uns im Leben. Sind die Gewinner im Leben oder sind wir die Verlierer im Leben? Die Plejaden sind die Regengeschwister. Was regnet hier? Regnet Gold? Sind wir die Goldmarie? Oder regnet Pech? Sind wir die Pechmarie? Liegt in unserer Einstellung. Und das, was hier lernt, lernst du. Und das ist die Merkur-Energie hier im 7. Lebensbereich. Das heißt, diese Einstellung wirkt auf die Partnerschaft. Hast du Angst, ihn zu verlieren? Dann regnet Pech. Dann bist du die Verlierer, die Pechmarie. Oder vertraust auf diese Liebe und sagst, das ist jetzt meine Einstellung, da regnet Gold, dann bist du die Gewinner. Also diese Verlustangst überwinden. Jupiter im Steinbock befindet sich in ein Mondhaus und das heißt Uttarakshada und das bedeutet höheren Selbst, höheren Selbstbewusstsein, höheren Wünsche, höheren Ideale, Verlangen, Respekt, Würde und Anerkennung. Hier im Schulzeit hast du das nicht bekommen, also das verlangst jetzt als Erwachsener. Venus im Widder befindet sich in einem Mondhaus und dieser Mondhaus heißt Parani und bedeutet Träger, Überbringer und das ist wie ein Neugeburt. Hier in diesem Mondhaus herrscht Mutter Erde und zeigt Geburt von etwas. Das kann auch ein Neuanfang sein, wie ein Neugeburt. Zeigt auch die Zeit. Wann ist die Zeit, etwas Neues beginnen, etwas Neues starten? Saturn ist im höchsten Punkt des Horoskopes. Ich könnte sagen, Saturn regiert über die Horoskop. Saturn ist hier im Zenit. Saturn ist der Planet der Schicksal. Und hier bei diesem rückläufigen Saturn hast du karmischen Themen im Löwe.
Natürlich ist das für dich wichtig, zum Lernen im Mittelpunkt zu sein, Anerkennung zu bekommen, Respekt zu bekommen, mit Krebs Einfluss hier im 10. Lebensbereich. Fühlst du dich manchmal wohler, wenn du dich zurückziehst? Du brauchst es nicht unbedingt. Aber die Lernaufgabe, das zu bekommen, weil das steht zu dir zu. Und dieses Mondhaus heißt Makha und wird von Regulus bestrahlt. Regulus ist eine von den 4 königlichen Sternen. Regulus ist der Stern der Könige und Herrscher, immer, seit Hunderten, seit Tausenden von Jahren, immer symbolisiert Könige und Herrscher und Könighäuser. Das kann sogar bei dieser rückläufigen Saturn in diesem Mondhaus bedeuten, dass du im früheren Leben tatsächlich diese Abstammung hast, im Könighaus zum Geboren. Und du brauchst die Krone, du brauchst den Respekt, du brauchst diese Anerkennung, die Königin zu sein. Regulus befindet sich in Tierkreiszeichen Löwe und das ist der Herz der Löwen. Also steht auch mit Herz, mit Herzensangelegenheiten auch in Verbindung. Rahu ist der Rahu Ketu, genau das habe ich vorher angefangen, über diese beiden Mondknoten zu sprechen, aber ich habe das nicht auf den Punkt gebracht, wo befindet sich überhaupt dein Rahu und Ketu. Ketu symbolisiert den alten Karma, befindet sich bei dir in Tierkreiszeichen Waage, hat einen Einfluss auf deine Persönlichkeit. Und Ketu hier in Persönlichkeit vermittelt oft das Gefühl, ich gehöre auch nicht in diesem Welt. Ich bin wo anderes. Und Rahu zeigt die neue Richtung und das ist hier im Widder. Und das bedeutet der Partnerschaft. Und du suchst von Partner, von Partnerschaft die Bestätigung. Weil dieses Gefühl, ich gehöre gar nicht in diesem Welt, ich bin so unsicher, ich brauche die Spiegel, ich brauche die Anerkennung von Partner. Wenn er mir diese Bestätigung gibt, dann fühle ich mich sicher, dann fühle ich mich vollständig. Das ist eine gewisse Suche und auch die Suche nach diesem karmischen Partner, nach diesem Seelenpartner. Und Rahu befindet sich hier im Widder im 7. Lebensbereich. Also dein Schicksalsweg wird in diese Richtung gelenkt, in Partnerschaft zum Leben mit deinem Seelenpartner zusammen zu sein. Ketu ist in Tierkreiszeichen Waage, das ist die alte Karma, und befindet sich in einem Mondhaus. Und dieses Mondhaus heißt Chitra. Und dieser Chitra bedeutet Balance, die Balance zum Halten. Und das ist für dich wichtig, auch karmisch, diese karmischen Balance zu halten, die inneren Gleichgewicht, die inneren Balance, die inneren Ruhe, die inneren Gleichgewicht. Und Rahu hier im Tierkreiszeichen Widder bedeutet eine Heilung und wie ein Neugeburt. Das ist sehr wichtig. Eine alte Identität, ein Teil davon loslassen und eine neue Identität, diese Kraft und Stärke vermitteln. Das ist wie eine Heilung, aber auch wie eine Neugeburt. Uranus befindet sich in Tierkreiszeichen eine Zwillinge und wird befindet sich in einem Mondhaus. Und dieser Mondhaus heißt Muruga
In indischen Astrologie wird das zu einem Hirsch zugeordnet und bedeutet die Suche nach etwas, die Suche nach die Wahrheit, die Suche nach einer Aufgabe, die Suche des Platz des Lebens und ist auch neugierig, auch leiblich und auch anpassungsfähig, also beweglich, auf jeden Fall ist beweglich. Neptun befindet sich in Tierkreiszeichen Jungfrau und dieser Mondhaus heißt Hashta, übersetzt bedeutet das Handlungen. Also du bist handlungsfähig und das kannst du in dein Leben dann umsetzen. Wie sollst du dich handeln? Das zeigt Vindemiatrix, was in diesem Mondhaus wirkt. Vindemiatrix wird bei Römer und Griecher verehrt. Sie ist eine Frau, sie ist die Weinleserin und vermittelt Lebensfreude. Und das, was für dich sehr wichtig, diese Lebensfreude zum Leben, dann kannst du richtig handeln in dein Leben. Pluto befindet sich im Krebs. Dieser Mondhaus heißt Ashlesha und das bedeutet umarmen, umklammern und lernen etwas, trennen, vereinigen, all das, was stört, trennen, all das, was dich unterstützt und für dich wichtig ist, die Werte, das Befestigen. Das ist die Schlangenenergie, die Kundalini-Energie, was hier wirkt. Die eine Schlangenenergie zieht alles nach unten. Und das sind Gefühle wie Angst, Schuldgefühl oder Zweifel. Und von diesen Gefühlen verabschieden, also trennen, und anderen Gefühlen wie Dankbarkeit, Hingabe, Liebe, das befestigen, dann steigt die Energie nach oben. Das ist auch eine Art Transformationsprozess. In die Mitte dieses Bildes erscheint hier ein Engel und das ist dein persönlicher Schutzengel, weil in dem Tag, wo du geboren bist, herrschte dieser Engel Aniel. Aniel hat nach Kabbala die Zahl 37. Aniel ist der Engel der Veränderungen. Aniel ist der Engel des Lichts. Aniel ist der Engel der Kunst. Hilft uns von negativen Kräften zu befreien, alte Gedankenmuster abbrechen und neue entdecken, schützt uns vor Lügen, von Menschen, die uns täuschen, offenbart Weisheit, gibt uns Macht und Mut, etwas Neues zu entdecken und auch beginnen. Das ist hier die Widderenergie. Auch hilft unserem Denkweise verändern und unseren Ideen umsetzen im Tat. Hilft uns von negativen Kräften zu befreien. Inspiriert Kunst, also auch Engel, die Künstler. Liebe Amarina, das war diese Geburtshoroskop-Analyse. Ich bedanke mich nochmal, dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.